Ja, also wie erwartet habe ich heute Muskelkater. Also nicht direkt Muskelkater, aber so diese Nachwirkungen von meinem Shoppingwahn gestern. Also ich habe ziemliche Unterleibsschmerzen, ziemliche Symphysenschmerzen, Bauchschmerzen. Ja, habe ich aber ehrlich gesagt erwartet. Ich habe schon gedacht, dass es in der Nacht losgeht, dass ich nicht schlafen kann. Aber ich habe relativ gut geschlafen. Ich war dann nur von 4:30 bis 4:30 ungefähr wach. Und dann konnte ich noch mal eine Stunde schlafen, bevor Winzer aufgewacht ist. Deswegen viel mit Bewegen und Laufen mache ich heute einfach mal nicht. Ich versuche heute ganz viel zu sitzen und zu liegen. Ich habe Vince gerade in den Kindergarten gebracht. Und da war natürlich an Tagen, wo man echt null Bock hat, irgendwie sich noch zusätzlich zu bewegen. Also wir hatten die Nacht Regen und Vince geht raus und springt in die nächste große Pfütze. Natürlich die kompletten Hosen nass. Also nochmal rein, nochmal umziehen, nochmal Treppe hoch, neue Hosen holen und wieder halt hinhocken. Mein Problem ist ja immer, gerade wenn ich ihm Hosen anziehe, Socken, Schuhe, dieses Hinhocken, wenn das dann so staucht, das tut mir unglaublich weh. Manchmal habe ich dann so ein Stechen im Rücken, dass ich kaum Luft holen kann. Das ist immer unangenehm. So, und jetzt muss ich halt zusätzlich da heute nochmal ran. Logisch. Naja, also ich mache jetzt noch so ein bisschen Kleinkram. Und dann werde ich mich noch eine halbe Stunde aufs Sofa setzen und lesen, bevor ich dann zur Hebamme fahre, zur Akupunktur. Und danach fahre ich ja zur Frauenärztin, wieder ganz normal CTG und so. Und ich denke, ich werde erwähnen, dass ich so ein bisschen, dass mir heute nicht so gut ist. Aber ich werde auch sagen, dass ich selber schuld bin. Wer muss auch noch shoppen in der 39. Woche? Und wenn ich dann heimkomme, werde ich was zu essen machen und mich dann wieder hinlegen. Und dann heute Nachmittag mal gucken, wie es mir geht. Manu hat ja jetzt Urlaub, der ist jetzt 3 Wochen zu Hause seit gestern. Und ja, entweder kümmert er sich halt um Vince, wenn es bei mir halt nicht so läuft, oder wir können auch zusammen dann was machen. Mal schauen. Und genau, so ist erstmal der Stand der Dinge, dass es doch heute ziemlich weh tut. Übrigens habe ich heute gleich den Kajal von P2 benutzt, den ich gestern gezeigt habe. Werdet ihr aber nicht so sehen. Gibt nicht so viel Farbe ab, wie ich erwartet habe. Also man muss ganz schön malen, 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 dass man was sieht. Ich kann es mir aber sehr schön. Telefon. Ich kann es mir aber sehr schön im Sommer vorstellen auf gebräunter Haut. Ich gehe mal schnell ans Telefon. Der Schwiegerpapa braucht mein Auto. Was ja zum Glück heute kein Problem ist, weil dann kann ich mal das Auto nehmen. Ja, übrigens in der Nacht hat eine Bekannte von uns ihr Baby zur Welt gebracht. Ich dächte, sie hatte Entbindungstermin ähnlich wie ich. Ich glaube, 2 Tage vor mir oder so, dächte ich. Und es kam halt gestern eine Zoe. Ich finde, Zoe ist echt ein cooler Name. Gefällt mir gut. Wenn wir ein Mädchen kriegen, es wird nicht Zoe heißen. Aber das wisst ihr ja. Wenn es ein Mädchen wird, wird es ja etwas mit S. Bei einem Jungen etwas mit E. Mittlerweile steigt schon die Aufregung sehr. Also wir unterhalten uns auch öfter mit Manu so darüber. Und das wird wirklich unsere erste Frage sein, was es ist. Also ob es ein Mädchen ist oder ob es ein Junge ist, das wollen wir dann doch schon endlich wissen, wenn es dann endlich da ist, wann dann auch immer sein wird. Viele aus der Familie wünschen sich heute als Geburtstag, also den 15. März, weil heute war der Geburtstag von Manus Oma, die hier gewohnt hat, also von der wir quasi hier das Haus haben. Und ja, aber sowas kann man nicht beeinflussen. Und ich bin ja immer so, ich möchte, dass mein Baby entscheidet, wann es auf die Welt kommt. Deswegen bin ich ja auch nicht so fürs Einleiten, wenn es nicht sein muss, weil es dem Kind schlecht geht. Und ja, ich melde mich auf jeden Fall dann nochmal nach meinem ganzen Termin heute. Und jetzt gehe ich auf die Couch. Ja, also bei der Hebamme war jetzt nichts Spannendes. Wir haben halt nur Akupunktur gemacht und ich habe da eine halbe Stunde im Sessel entspannt. Und ich gehe jetzt zu meiner Frauenärztin und da ist jetzt halt wieder CTG und so angesagt. Ich denke aber nicht, dass das heute irgendwie großartig ausfallen wird. Und dann bin ich gespannt, ob ich dann nächste Woche auch schon wieder zur Frauenärztin muss, weil normalerweise gehe ich ja im 2-Wochen-Rhythmus. Aber ich komme jetzt so langsam an den Entbindungstermin. Mal gucken, erzähle ich euch alles dann. Ich bin wieder zu Hause. Erinnert ihr euch, vor 2 Wochen war ich das letzte Mal beim Frauenarzt und da war mein durchschnittlicher Wert, also dieser Wehenwert, der da so rechts steht, bei 70 und ging dann hoch auf 96 bei einer Wehe. Heute war mein durchschnittlicher Wert so 13
und ging dann hoch auf 40 und das in der halben Stunde auch nur einmal. Das fand meine Frauenärztin aber wesentlich erwähnenswerter als vor 2 Wochen. Ich war vor 2 Wochen tierisch aufgeregt und dachte, es geht in den nächsten Stunden los, weil der Wert halt so hoch war. Und da hatte meine Frauenärztin ja überhaupt kein Wort eigentlich drüber verloren. Die sah das ja überhaupt nicht irgendwie besonders an. Und diesmal sagte sie, ach, da ist schon was, das muss jetzt bloß noch ein bisschen mehr werden. Naja, also vor 2 Wochen hätte ich gedacht, es geht jeden Moment los. Und jetzt bin ich so, dass sich alle Anzeichen einer baldigen Geburt eigentlich verflüchtigt haben. Ja, sie hat mir halt dazu geraten, ne, was man halt so kennt. Spazieren gehen, warm baden, Himbeerblättertee, aber das mache ich ja alles schon. Weil es, also ich habe dann jetzt, mein Entbindungstermin ist ja der 25.3., das ist Karfreitag. Ich habe jetzt nächste Woche Dienstag nochmal einen Termin bei meiner Hebamme und am Donnerstag nochmal einen Termin bei der Frauenärztin. Und da hat sie gesagt, wird dann auch nach dem Fruchtwasser geschaut und nach dem Muttermund. Und da muss dann geschaut werden, dass ich irgendwie um die Feiertage rum nochmal CTG bekomme, dass das abgesichert ist. Ich hoffe nicht, dass es noch so lange dauert. Also ich, ja, werde jetzt mal sehen, ob ich diese Termine nächste Woche noch wahrnehme oder halt auch nicht. Ich werde euch so weit wie es geht auf dem Laufenden halten natürlich. Hatte ja schon gesagt, wenn die Geburt dann losgeht, möchte ich auch so weit Manu und ich uns damit wohlfühlen, die Kamera mitnehmen. Ausführlichen Geburtsbericht gibt es dann ja aber sowieso noch. Ich wollte aber dieses Video nochmal nutzen. Wer mir auf Instagram folgt, der hat es höchstwahrscheinlich schon gelesen. Und ihr habt sicherlich schon mitbekommen, auch über Facebook. Und zwar die Aktion zur Rettung der kleinen Ilaida. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ich selber habe das Video am selben Tag noch bei Sallys Tortenwelt gesehen, weil ich sie abonniert habe. Und habe mich sehr, sehr schwer getan, das Video anzusehen. Ja, Punkt Nummer 1 ist, ich bin schwanger und emotionale Belastung ist gerade nicht so das Ratsamste und ich bin ja sehr nah am Wasser gebaut im Moment. Und dann haben das so viele Leute repostet und so und dann habe ich es mir halt doch angesehen und natürlich habe ich geweint. Wie ein Schlosshund habe ich geheult bei diesem Video. Und also schon bevor ich das Video gesehen habe, wusste ich, dass ich spenden werde. Und nachdem ich das Video dann gesehen habe, habe ich halt ganz einfach wirklich über Smartphone, war wirklich super easy, über PayPal einen zweistelligen Betrag gespendet. Und habe dann halt auch einen Instagram-Post dazu gemacht. Und ganz, ganz viele große YouTuber, große Instagramer haben das alles repostet. Das finde ich richtig, richtig toll. Und es fehlen, glaube ich, jetzt noch, also das war der Stand von gestern, fehlten noch 80.000 Euro, damit sie diese Behandlung in den USA machen kann. Und deswegen, ich habe nicht viele Abonnenten, ne? Wir sind jetzt hier 2.600. Für mich ist das sehr, sehr schön. Aber das ist natürlich nicht eine Reichweite wie Sallys Tortenwelt mit, ich glaube, über 600.000. Trotzdem möchte ich euch gerne nochmal dazu aufrufen, zu spenden. Und wenn es wirklich 1 Euro ist und 1 Euro kann jeder von uns abgeben. Es ist auch überhaupt nicht kompliziert, wenn ihr PayPal habt. Es ist super, super easy. Das ist dann wirklich nur Faulheit, wer es nicht macht. Ansonsten verstehe ich, wenn Leute von sowas Abstand nehmen, wenn sie sagen, mir hilft doch auch keiner, das ist jedem seine Meinung. Trotzdem möchte ich euch nochmal bitten, nochmal zu spenden. Es ist wirklich so kurz davor, dass sie halt das Geld zusammen hat für diese Behandlung in Amerika, was sie retten könnte. Und ich finde es einfach unglaublich, was mit YouTube, mit Instagram, einfach mit diesen sozialen Medien, was da wirklich möglich ist und was man erreichen kann und was man noch alles erreichen könnte, wenn man halt mal weiterdenkt, diese eine Aktion, was wir in diesen wenigen Tagen vor allen Dingen geschafft haben und was dann halt anders noch möglich wäre, ist unglaublich. Ich bin zum Beispiel auch seit ich 18 Jahre alt bin bei der DKMS registriert. Ich konnte noch leider noch niemandem helfen, was ich hoffe, dass das irgendwann in meiner Lebenszeit mal passieren wird. Das heißt, ich bin jetzt seit 8 Jahren dort registriert. Ich habe auch einen Organspendeausweis. Ich weiß, da sind die Meinungen sehr verschieden, gerade was Organspendeausweis angeht. Das muss jeder selber für sich wissen. Aber sich bei der DKMS registrieren zu lassen, das kann wirklich jeder machen. Das ist an sich auch kostenlos, weil also jede Abgabe kostet, glaube ich, eigentlich 50 Euro. Aber das wird über Spendengelder dann geregelt. Aber die Abgabe, so eine Probeabgabe mit so 2 Wattestäbchen ist an sich kostenlos. Ihr könnt euch das kostenlos zuschicken lassen, wieder zurückschicken. Das ist innerhalb von 5 Minuten erledigt. Ich verlinke euch in der Infobox das Video von Sallys Tortenwelt.
Da habt ihr auch ganz ausführlich nochmal stehen, wie das funktioniert, wenn ihr spenden wollt. Und ich verlinke euch auch mal die Seite von der DKMS. Und das war's dann heute auch schon mit dem Vlog, weil mehr wird nicht passieren, außer dass ich liege und hoffe, dass meine Symphysenschmerzen wieder zurückgehen und dass ich morgen einen besseren Tag haben werde. Ich freue mich immer sehr auf eure Kommentare. Ja, und wir werden sehen, wann der nächste Vlog kommt, wann es wieder was zu erzählen gibt. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss!